Las Vegas, Spielerparadies in Nevada, ist alljährlich Treffpunkt der elektronischen Welt. Die CES ist die weltgrößte Messe für Elektronik und Digitalisierung. Mittlerweile haben auch die Automobilhersteller und Zulieferer die CES für sich entdeckt. Die CES wird für uns immer bedeutender, weil hier Technologien ums autonome Fahren, aber auch ums Computing, wie gehe ich mit Big Data um, auf dem neuesten Stand gehandelt werden. Und wir vor allen Dingen gerade diese Einflüsse bekommen aus der Consumer Electronics, die eine sehr schnelle, aber auch sehr mächtige Industrie ist. Das Motto See, Think, Act hat sich ZF auf seine Fahnen geschrieben. Mit der Technik des globalen Konzerns können Fahrzeuge heutzutage schon sehen, denken und handeln. Nun verkündet ZF in Las Vegas eine neue Kooperation mit dem amerikanischen Chiphersteller Nvidia, der mit einem Prozessor aufwartet. Sie kombiniert die Technologie von Nvidia, künstliche Intelligenz, auf höchster Rechnerleistung, mit einer Fähigkeit in dem automobilen Umfeld, mit all den Umgebungsbedingungen, Temperaturen, Schocks umzugehen, um letztendlich die Technologie von künstlicher Intelligenz sofort verfügbar zu machen in der Industrie, im Nutzfahrzeug, im Bus, aber auch natürlich im Pkw. ZF hat die Zeichen der Zeit erkannt und sich in der Ausrichtung des Konzerns den neuen Anforderungen gestellt. Hatte man in den vergangenen Jahren an der Forschung und Entwicklung von Antriebs- und Bremssystemen gearbeitet, geht man neue Wege im digitalen Bereich. Aber am Schluss reicht es nicht nur, einen guten Computer zu haben, gute Sensoren, sondern Sie müssen das auch umsetzen können in Form von Lenkung, Bremsen und Antrieben. Und Bremsen, Lenkungen und Getriebe, Antriebselemente so auszustatten mit Intelligenz, dass alles das, was künstliche Intelligenz erdenkt, ersinnt, dann auch tatsächlich physikalisch umgesetzt werden kann in der Fahrzeugreaktion. Darin sehen wir unsere Stärke. Als Partner der Automobilindustrie wird ZF auch in Zukunft seinen Teil dazu beitragen, unsere Straßen sicherer und umweltfreundlicher zu machen.